Hallo, Python-Programmierung, reguläre Ausdrücke, Suchen, Teilen, Ersetzen. Kurz vorgestellt werden hier Rematch, Research sowie Resplit. Ebenfalls sehr interessant ist die Funktion Rematch. Sie gibt ein sogenanntes Match-Objekt zurück, wenn der reguläre Ausdruck auf die gegebene Zeichenkette passt. Andernfalls wird None zurückgegeben. Im Unterschied zu Refind All genügt es hier aber nicht, wenn der reguläre Ausdruck auf einen Teil irgendwo in der gegebenen Zeichenkette passt. Bei Rematch müssen die gesuchten Zeichen am Anfang der zu durchsuchenden Zeichenkette stehen. Anders geht dabei Research vor. Hier werden ebenfalls nicht überlappende Treffer gesucht. Diese dürfen allerdings auch an beliebiger Stelle innerhalb der Zeichenkette auftauchen. Schließlich soll an dieser Stelle noch kurz auf die Funktion Resplit eingegangen werden. Wie das Pendant der Stringobjekte teilt die Split-Methode eine gegebene Zeichenkette A bei allen Vorkommen der Zeichenkette B auf und erstellt so eine Liste. Als Beispiel hier Zeile 5 und 6, Speichern und Ausführen, Python Leerzeichen re.py. Hier wurde die Zeichenkette Text, also anhand der Zahlen aufgetrennt, zu beachten dabei, es werden eine oder mehr aufeinanderfolgende Ziffern erwartet. Wie zu sehen ist, enthalten die Elemente in der Liste noch Leerzeichen. Schließlich gehören diese nicht zum regulären Ausdruck, anhand dessen die Zeichenkette aufgeteilt wurde. Hier lässt sich jedoch leicht Abhilfe schaffen. Zeile 8. Speichern und ausführen. Nun werden beliebig viele Leerzeichen in den regulären Ausdruck aufgenommen. Ciao und viel Glück!